willkommen zu einer neuen Reaction. Mal wieder von Tomatoleaks. Es ist tatsächlich ein älteres Video. Das Video ist vor 3 Jahren entstanden. Und zwar habe ich das Zeug zum Erzieher. Ein Tag Kita. Ich würde es einfach mal angucken, weil ich ja selber ursprünglich staatlich anerkannte Erzieherin bin. Ich dachte mir, gucke ich mal rein, weil das mich sehr an meinen alten Beruf erinnert. Scheiße, jetzt bin ich Streamerin. Ach. Und jetzt einmal alle Tischtennisbälle einsammeln. Das ist ja voll geil, die hören ja alle auf. Ja, ja. Denkst du, dass deine Arbeit genug gewertschätzt wird? Also da findet Bildung vom ganz kleinen Alter an statt. Aber externe Leute kriegen das, glaube ich, gar nicht so richtig mit. Ei, wie ist das Tanzen fein? Ich saß da! Wie viel verdient man da wirklich im Job? Um die 3030 Euro. Ja, bisschen klein. Was? Ihr wisst das. Ich habe in meinem ersten Jahr als Erzieherin, als ich fest da gearbeitet habe, in Sachsen meine 1,3 rausgehabt oder so. 1.300 Euro gingen auf meinem Konto ein im Monat für 8,5 Stunden am Tag. Also 40 Stunden Woche, ja. Bisher habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit Kleinkindern. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt auch ziemlich anstrengend vor, den ganzen Tag von schreienden Kindern umgeben zu sein. Aber du gewöhnst dich dran. Also du gewöhnst dich wirklich komplett dran. Es ist so ein, es ist wie so ein monotones Bzzz. Das ist voll, du gewöhnst dich da dran. Ist das wirklich so? Für dieses Video bin ich in meiner Heimat in Mönchengladbach. Hier bin ich selber schon in den Kindergarten gegangen und hier werde ich heute einen Tag lang Praktikum in der Kita machen. Ich will herausfinden, wie der Job des Erziehers wirklich ist. Es ist mehr, als man denkt. Also bei mir, also es ist irgendwie gefühlt, egal welchen Beruf ich mache. Okay, ich habe 2 Berufe. Also Jobs, sagen wir Jobs. Einmal, hey, ich bin Erzieherin. Einmal, hey, ich bin Content Creator. Findet euch damit ab, ob ihr das mögt oder nicht. Es ist nun mal ein Job, wenn ich sage, ich bin Content Creator, Streamer, Influencer, whatever. Ich weiß, das gefällt nicht vielen, aber es ist nun mal faktisch so, dass man als Content Creator sich ein Gewerbe anmeldet. Du bezahlst ganz normal Steuern und du teilst dir deine Arbeit selber ein. It is what it is. Auf jeden Fall, als Content Creator heißt es, du arbeitest nicht. Und als Erzieherin, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, hieß es auch, du gehst da hin, um nur mit den Kindern zu spielen, du machst da gar nichts. Ja. Für das Video haben mein Kameramann und ich sogar extra einen Corona-Test gemacht, der negativ ist, damit wir hier heute gute alte Zeiten damals. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag. Hi, Matthias Bongertz. Ja, Felix, hi. In der Kita Mumpitz in Mönchengladbach werden 70 Kinder im Alter von 8 Monaten bis 6 Jahren von 20 Erzieherinnen und Erziehern betreut. Okay. Muss ich sagen, krass, dass sie die alle filmen dürfen. Ich meine, gerade war einer zensiert, aber muss ich sagen, not bad, dass er das hinbekommen hat. Okay, was erwartet mich denn heute hier? Natürlich Kinderbetreuung, du bist mit im Alltag. Das heißt, du begleitest das Essen, du begleitest das Spiel, bist heute Morgen auch gleich beim Frühstück dabei. Aber wirst auch vielleicht ein paar Streitsituationen klären müssen oder auch ein bisschen Entertainer spielen müssen. Ja. Oh, zum Glück bin ich bei dieser Aufgabe nicht allein. Pia ist Erzieherin hier und wird mich heute begleiten. Ich werde direkt ins kalte Wasser geschmissen und soll mit den Kindern mitspielen. Ja, das ist das meiste, was du als Praktikant machst. Das heißt, misch dich mit unter die Kinder und spiel einfach mit den Kindern. Das ist tatsächlich das, was dir als erstes als Praktikant oder Praktikantin zugewiesen wird. Das ist der Felix. Hallo. Hallo. Was warst du denn da? Das ist immer awkward. Nein, ich musste das nachbauen. Das nachbauen? Das musst du nachbauen. Das ist immer richtig awkward, wenn du als Praktikant oder Praktikantin da bist und dann heißt, hallo, ich bin die Jenny. Und dann gucken dich die Kinder so an, okay, das baue ich gerade. Also du siehst, wir haben hier ganz viele unterschiedliche Materialien. Bauplätze in unterschiedlichen Formen. Wir haben da hinten Lego, wir haben Duplo, Eisenbahnstrecken und ja, die Kinder haben halt hier die Möglichkeit, zwischen groß und klein zu relativieren, aber auch Zuordnungen zu treffen, wie drauf und drunter, vorn und hinten, draußen drin, farbig, unterschiedliche Formen und dann, Farben. Yeah. Wie hart Dinge, ist das Material? So Grundsätze wie Statik und Schwerkraft. Also all das kann man hier halt in der Baustelle gerade gut kennenlernen. Yeah. Sollen wir das mal zusammen probieren? Okay, was brauchen wir denn? Auf jeden Fall. Das hier. Genau, richtig. Das ist da oben. Genau. Schick. So. Nee. Okay, da backen wir lieber am liegen.
Okay. Ja, der hat's richtig drauf. Du hast ja selber gemerkt, so, ja. Ihr habt es beide erst im Stehen probiert. Ja. Habt gemerkt, so, es funktioniert nicht ganz. Und er hat ja selber gesagt, so, wir machen es jetzt im Liegen. Der hat selber die Problemlösung gefunden. Sachen, die immer im Alltag da sind, so ausprobieren und einen anderen Lösungsweg finden. Genau, das ist halt auch etwas, was man mitbringen muss, so diese Geduld. Und wenn es dann zum 20. Mal gemacht werden muss, so fürs Kind ist es wichtig. Das Kind lernt ja in dem Moment ganz, ganz viel. Das lief ja schon gar nicht mal so schlecht und hat mir sogar Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen erstaunt, was Kinder wie Bao schon alles drauf haben. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. So, dann guck ich mal, was ich dabei habe. Ein paar Möhrchen, ein paar Trauben. Oh, da musstest du immer die Eltern darauf hinweisen, wenn du gemerkt hast, sie geben ihrem Kind nur Scheiße mit. Ja, Frau Müller, Frühstück vom Leo, das habe ich mir jetzt schon die Tage öfter mal angeschaut. Man sieht ja mal, was die Kinder so essen. Man muss natürlich auch schauen, dass wirklich, ne, dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Zum Beispiel, dass nicht nur viel Süßes drin ist. Vielleicht ja mal demnächst irgendwie ein Schwarzbrot mit ein bisschen Leberwurst vielleicht. Oder um das Süße abzudecken, kann man ja auch auf das Schwarzbrot ein bisschen Butter machen mit Marmelade, aber vielleicht ein bisschen Obst und Apfel. Das wäre auch mal ganz gut, ne, wenn wir das vielleicht hinkriegen würden. Ist das nicht übergriffig vom Erzieher, no front? Nein, es ist auf gar keinen Fall. Das ist nicht übergriffig. Das ist einfach, wenn dir auffällt, dass ein Kind nur Süßigkeiten mitbringt, wirklich und gar nichts Gesundes, dann kannst du die Eltern darauf ansprechen, ey, vielleicht auch mal einen Apfel reintun oder so, das ist doch nicht übergriffig, da fuck. Und ein paar Butterbrote, wir können jetzt erstmal schön frühstücken. Manchmal hat man ja den Eindruck, eine Kita wäre vor allem dafür da, dass Eltern mal Ruhe vor ihren Kindern haben, aber ist dem wirklich so? Pia, was sind denn dann eigentlich so die genauen Aufgaben von einer Erzieherin oder einem Erzieher? In unserem Tag als Erzieherin begleiten wir die Kinder ja nicht nur im Spiel, da steckt ja vieles hinter. Also du musst schauen, dass die Bildungsbereiche abgedeckt sind. In jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Bildungsbereiche. Dann arbeitest du Konzeption aus, dann dokumentierst du, beobachtest die Kinder wertfrei. Das ist immer das Wichtigste, dass du, wenn du Kinder beobachtest, du musst die Dokumentation immer wertfrei machen. Das heißt, die nächsten 30 Minuten beschließt du, dass du jetzt den Norman, den beobachtest du jetzt für die nächsten 30 Minuten und alles, was er macht, musst du komplett wertfrei aufschreiben. Das heißt, wenn er wütend ist, also in deiner Wahrnehmung ist der Norman wütend, weil ihm gerade sein Spielzeug weggenommen wurde, schreibst du: Der Alex hat Norman das Spielzeug aus der Hand genommen. Norman reagiert darauf hin, dass er mit seinem rechten Fuß auf den Boden stampft. So, ne? Du musst immer darauf achten, dass du das gar nicht wert ist. Das ist immer das Wichtigste. So, wir wollen die Kinder halt fördern und fordern und Lernprozesse und Bildungsprozesse halt festhalten und analysieren und dokumentieren und sind da halt auch im stetigen Austausch mit den Eltern. Ja. Das Kind im eigenen Tempo halt begleiten und die Entwicklung mit dem Kind durchgehen. Ich merke schon jetzt, das hier ist ein besonderer Beruf. Matthias erzählt mir, was für Fähigkeiten man haben sollte, wenn man Erzieherin oder Erzieher werden möchte. Ein Mensch, empathisch, der im Kindergarten arbeiten möchte, sollte Empathie ist offenherzig, sehr sozial, sollte empathisch sein, weil er die Kinder abholen soll, wo die sind. Und gleichzeitig auch ein bisschen stressresistent, weil es kann einfach lauter und stressiger sein. Aber ein Mensch, der hier ist, sollte einfach offenherzig und ganz auf Augenhöhe der Kinder kommunizieren können. Aber wie genau wird man eigentlich Erzieherin oder Erzieher? Das will ich von Martin erfahren. Soziales Er hat nämlich eine besondere Form der Ausbildung gemacht. Du hast ja jetzt die PIA-Ausbildung gemacht. Was ist das genau für eine Ausbildung? Die PIA-Ausbildung ist die Abkürzung für praxisintegrierte Ausbildung. Das heißt, dass man vom ersten Tag an mitten in der Kita ist, dass man das nicht nur rein theoretisch lernt. Das unterscheidet sich halt von der klassischen Ausbildung. Die machen ja erst mal 2 Jahre theoretisch Schule mit Praktika zwischendurch, wo die dann mal in den Einrichtungen sind, Aufgaben bekommen, was sie machen sollen, irgendwelche Projekte planen oder ähnliches. Und für mich war damals der ausschlaggebende Punkt zur klassischen Ausbildung, dass man vom ersten Tag an angestellt ist und bezahlt wird. Das war für mich sehr wichtig, weil ich die erst mit 28 angefangen habe. Und ich wollte einfach meine Ferien haben, bin ich ehrlich. Ich wollte einfach weiter Schule machen, ein bisschen Praktika nebenbei und wollte einfach ein bisschen frei haben, ne? Und dann möchte man doch auch schon mal Geld verdienen. Ich bin jetzt bei der Stadt Mönchengladbach und die zahlen mittlerweile im ersten Ausbildungsjahr 1.200 Euro brutto, im zweiten sind das dann 1.260 und im dritten sogar 1.300. Was ist, okay, das ist, ja,
Ja gut, das ist halt das, was du nicht raus hast. Ne? Brutto ist ja, wo noch Stuff abgeht. Und ich finde, das ist für eine Ausbildung ein gutes Geld. Ja. Und meine Ausbildung habe ich auf jeden Fall geht. Weniger verdient. Ja. Also weiß ich nicht, also geht. Also im Grunde ist er als Auszubildender ja trotzdem 8 Stunden in der Kita, ne? Der macht ja trotzdem die Aufgaben, wie man als Erzieher einfach lernt. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Schwierig. Und es sind halt die anderen klassischen Berufe, Handwerk oder sowas, die verdienen irgendwas um die 700 oder so. So, jetzt gibt's Mittagessen. Okay. Beim Mittagessen treffe ich Dustin. Er ist einer der 3 männlichen Erzieher in der Kita und damit immer noch etwas Besonderes. Ich muss sagen, männliche Erzieher, also in dem Kindergarten, wo ich gearbeitet habe, kamen die männlichen Erzieher immer besser an. Also die waren auch bei den Kindern immer viel beliebter. Wirklich. Was seht ihr denn? Was können Sie denn alles darauf sehen auf der Pizza? Dustin, was glaubst du, warum arbeiten so wenig oder verhältnismäßig wenig Männer in diesem Beruf? Tatsächlich würde ich sagen, ist es Punkt 1 das Finanzielle, dass viele Angst davor haben, vor Vorwürfen von wegen, du kannst keine Familie etc. ernähren. Und auch unter anderem Berührungsängste unter den Kindern. Dass man da nicht zu weit gehen möchte, Angst hat, mit Vorwürfen konfrontiert zu werden. Ja. Und da wahrscheinlich die Lust dazu eher gehemmt ist. Aber aus meinen Erfahrungen, die ich machen durfte, ist, dass auch zumindest jeder Jahrgang 1-2 neue männliche Erzieher mehr dabei sind. Viele gehen aber eher in den Heimbereich und nicht in den Kindergarten. Wie alt bist du? 3 Jahre? Weißt du, welches Jahr du geboren bist? Nee. Okay. Boah. Gegen eine längere Pause hätte ich jetzt auch nichts, aber es geht direkt weiter mit den nächsten Aufgaben. Soll man hier die Toiletten angucken? Ja, bisschen klein. Dann lasst uns zusammen Musik machen. Ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen, das ist vielleicht was für ein anderes Video. Die Kita, die ich heute besuche, arbeitet nach einem offenen Konzept. Aber was bedeutet das überhaupt? Wir arbeiten offen, das heißt, die Kinder können die Räume wechseln. Ja genau, es gibt die unterschiedlichen Konzepte. Was sie gerade spielen möchten oder was sie tun möchten. Und jeder unserer Räume hat eine Funktion, das heißt malen, basteln, das ist geil. Einem Raum, bauen. Das offene Konzept ist richtig geil. Und die Kinder können quasi nach ihrem Antrieb im Teil offenen wechseln. Also das Kind kann für sich selber entscheiden, wie lange spiele ich hier, mit wem spiele ich hier, möchte ich hier überhaupt spielen, packt mir die Erzieherin, der Erzieher. Und das. Wir haben dann immer so gesagt, so ab 14 Uhr haben wir immer gesagt, so, wir hatten immer unterschiedliche Etagen und dann haben wir gesagt, ey Renate, wollen wir die Räume aufmachen? Ja, machen wir. Warum machen wir bei dir Musik und bei mir machen wir Kunst? Ja, ich pack mal die Instrumente aus, du packst mal so ein bisschen Papier und Stifte aus. Ja, machen wir. Das war dann das Entspannendste, wenn du einfach die offenen Räume hattest und die konnten einfach durch die Gänge sich die Räume aussuchen, anstatt die alle zwangsweise in einem Raum zu haben, wo es in einer Ecke gebaut wird, in einer wird gemalt, in einer wird gebastelt, in einer wird Musikinstrumente gespielt. Oh, das war... Wir hatten auch Zwangsmittagsschlaf gehabt, ja. Das offene Konzept möchte halt das kompetente Kind verwirklichen, also das selbstbewusste Kind. Also das ist unsere Muckibude, unsere Turnhalle. Du siehst es auch, hier ist alles offen gehalten. Ja. Und die Kinder, hier sind ganz viele unterschiedliche Materialien, das Klettergerüst, die ganzen Steine. Und das sind alles unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die wir den Kindern halt auch individuell anpassen können. Und hier können die Kleinen halt auch sich in der Bewegung erfahren, sei es das Balancieren über diese Bank hier. Es ist für andere Kinder total einfach, sogar mit Kissen auf dem Kopf. Für andere ist es aber wahnsinnig schwierig. Jetzt kommt der erste Test, wie ich mich als Erzieher schlage. Ich soll nämlich selber ein Spiel erfinden. Wir können ja mal gucken, was man machen könnte, vielleicht auch mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen oder so. Also es gibt hier so Tischtennisbälle und so Schalen und vielleicht kann man... Er ist so richtig, also auch wenn er so ein selbstbewusster Typ ist, ne, man merkt so richtig, dass es jeder Mensch, egal wie der Mensch drauf ist, sobald ein Nicht-Erzieher in eine Kita geht und da einen Tag Praktikum macht, ist jeder gleich. Dieses, ich denke mir jetzt das Spiel hier aus. Und obwohl das alles Kinder sind, macht man sich schon echt dolle Gedanken darüber, wie man gerade wirkt und wie man nach außen halt so drauf ist und halt ankommt. Das ist so krass. Und das merkt man ganz doll auch bei ihm, dieses typische Praktikantenverhalten. Kann man damit irgendwie so eine kleine Challenge machen, dass man da irgendwie so reintreffen muss oder so?
Sollen wir eine kleine Challenge machen? Wer es schafft, mehr Bälle da reinzuwerfen? Ja? Wir nehmen das hier als kleine Grenze. Das heißt, man muss hier hinterstehen und muss da versuchen, reinzuwerfen. Unten gibt ein Punkt und oben gibt zwei Punkte. Okay? Voll gut. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie gut das funktioniert und wie sich die Kinder auf mein Spiel einlassen. Man sieht so, dieser Balken, der verschiebt sich auch immer weiter nach vorne. Ja, ja, ja. Okay, und jetzt einmal alle Tischtennisbälle einsammeln. Das war mal das schönste Gefühl, wenn du sagst, so Leute, aufräumen und die räumen auf. Das ist ja voll geil, die hören ja alle auf. Ja, ja. Also du merkst ja, die möchten drauf eingehen und die möchten was Neues ausprobieren und auch was Neues lernen. Also ja, ja, super. Auch, dass du unterschiedliche Schwierigkeitsgrade reingebracht hast. Genau, man kann es natürlich immer weiter erweitern und auch wieder kleiner machen. Und das hängt ja halt bei der individuellen Fähigkeit das der Kinder ab. Das Aufräumspiel, ja. Cool. Ich habe mir mal Aufräumen-Songs ausgedacht und habe die Kinder richtig gehypt. So, Leute. Und dann gab es immer richtige Tidy-Up-Songs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die. Time for Tidy-Up, 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 Time for Tidy-Up. So richtig dumm und simpel, aber die haben alle mitgemacht. So richtig geil. Weiter. Was ist für dich persönlich das Besondere am Erzieherberuf? Für mich ist es einfach schön, den Kindern dabei zuzusehen, wie sie groß zu werden, sie zu unterstützen in ihren verschiedenen Entwicklungen, Sprachentwicklung, kognitiv das Ganze oder auch die motorische Entwicklung, mit denen mal durchs Außengelände zu flitzen. Ich bin dann auch einer, ich spiele dann mit. Ich mache mich auch gerne zum Affen, ich singe im Morgenkreis mit. Und, ja, ja, ich habe auch immer gemacht, so wer am schnellsten aufräumt, der hat dann auch am Ende so, so ein... Ja, wie so einen kleinen Sticker bekommen, den man dann immer hier so draufgeklebt hat. So der beste Aufräumer. Und dann waren die immer richtig motiviert. Manchmal waren noch zweimal richtig gut oder drei. Da gab es natürlich ein paar mehr Sticker, ne? Ich bin da mit Freude dabei an dem Beruf. Jetzt ist es ja im Moment so, dass es ja, so wie ich das gehört habe, zu wenig Kita-Plätze gibt, richtig? Mhm. Genau. Also wir sind gerade in Mönchengladbach total im Ausbau. Also wir errichten ganz, ganz viele Kindergärten mit der Zeit. Unser Träger hat auch sehr, sehr eine große Rolle da drin und baut sehr groß aus. Aber wir haben nicht genug Erzieher für diese Kitas. Wenn es entsprechend besser abgedeckt werden soll, müssen wir auch mit Fachkräften entsprechend gegenwirken. Ich bin mit Laura verabredet. Sie leitet eine andere Einrichtung in Mönchengladbach. Und auch dort wird händeringend nach Erzieherinnen und Erziehern gesucht. Also wir haben der Stadt 150 verschiedene Kitas und in den nächsten Jahren bis 2024 sollen wir 200 Kitas haben hier. Bis 24. Und dementsprechend Fachkräfte brauchen wir bis 2024 knapp 700 oder mehr als 700 Erzieherinnen und Erzieher. Aber ich finde auch, die Ausbildung und allgemein der Beruf, der sollte auch viel attraktiver gestaltet werden. Also ich finde, wie gesagt, die Auszahlungen sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber wie gesagt, ich hatte halt 1,2 oder 1,3 hatte ich halt netto gehabt. Und das ist halt, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon echt heavy. Ich soll das natürlich. Dann zahl mal eine Zweiraumwohnung in Berlin oder in Leipzig, whatever. Was habe ich damals bezahlt? Ich glaube, 500 Euro Miete habe ich bezahlt. Dann hatte ich noch 700 Euro gehabt. Dann musste ich noch Internet bezahlen, dann musste ich mein Handy bezahlen, Essen oder irgendwas, Klamotten oder whatever, Strom musstest du bezahlen, Versicherung. Das ist echt böse. Durch kompensiert werden, dass möglichst viele Kinder auch in Kindertagesstätten dann betreut werden können. Ja, wir haben hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch nach eigenem Interessenfeld arbeiten zu können. Das heißt, wir haben nicht nur kirchliche Träger oder wir haben nicht nur die Stadt, sondern auch ganz freie Träger, die dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel eine Elterninitiative sind. Es gibt welche mit dem Konzept Montessori, es gibt welche, die in anderen Bereichen eher Schwerpunkte legen und man kann gezielter einen Kindergarten aussuchen, wo man gut arbeiten könnte. Mhm. Da sind wir in Mönchengladbach ganz gut bestückt. Deswegen ist Mönchengladbach, glaube ich, auch attraktiv für viele junge Menschen. So, einmal den Mund schließen. Wir wollen zusammen den Kreis heute machen. Das heißt, wir wollen ein bisschen was spielen und ein bisschen was singen. Ja. Tuff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit zum Opa fahren? Alleine fahren, das mag ich nicht. Drum nehme ich mir ein Kind noch mit. Wen nimmst du dir mit? Die Sophia. Ja, Sophia. Sophia, wo fahren wir hin? Zu Papa. Oh. Und tuff, 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 die Eisenbahn. Stampfen. Also hüpfen und stampfen. Und als drittes, Sophia?
Er hüpft und hüpft und hüpft und hüpft. Er hüpft den ganzen Tag. Ich saß da. Ich war total schlimm bei meinem Kopf. Ja, mir auch. Ich saß da. Komm, Gott. Baus, was können wir noch spielen? Tufte Weinbahn. Haben wir schon gespielt? Aramdamsam. Ich auch noch. Man hört ja oft, dass es gibt so viele unterschiedliche Versionen davon. Viel zu wenig verdienen. Wie viel verdient man da wirklich im Job? Kommt ja darauf an, wie lange man den Job ausübt. Sollte ich jetzt gerade mit der Ausbildung fertig sein und in den Job starten, dann bewegt sich das um die 3030 Euro, also um den Dreh. Und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich an dieser Stelle anzumerken? Je nach Dienstzeit und nach Anzahl der Jahre, die man dann im Job ist, kann es bis zu 3.850 Euro geben dann für eine Vollzeitstelle dann natürlich. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so wenig, wie man ja, vielleicht denkt. Also wenn ich das vergleiche mit, wie gesagt, vor 10 Jahren oder so, dann gab es für eine Leitungsstelle 1.900 Euro brutto. Ja, krass. Und das heißt, eine Erzieherin muss entsprechend weniger, sagen wir mal, 1.600 Euro verdient haben. Deswegen muss ich sagen, dass wir dann schon froh sein können, dass das entsprechend mehr geworden ist. Denkst du, dass deine Arbeit genug gewertschätzt wird? Also im Prinzip von der Gesellschaft glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Erzieherberuf immer noch sehr die Basteltante, die dann genau. Nur spielt oder halt mit den Kindern schneidet und Kleber auf ein Blatt macht, immer noch die Außenwirkungen einfach noch zu negativ und zu degradierend hat in meinen Augen. Hier findet tatsächlich Bildung statt. Wir sind mit einem Bildungsauftrag hier in unserem Beruf und wir spielen ganz gezielt mit den Kindern. Also da findet Bildung ganz vom ganz kleinen Alter an statt. Darum glaube ich, dass die Eltern das schon wertschätzen, aber externe Leute kriegen das, glaube ich, gar nicht so richtig gar mit. Nicht. 16.30 Uhr ist dann ungefähr Feierabend bei dir. Genau. Jetzt so. Also wir hatten unterschiedliche Schichten. Bei uns hat die Kita morgens um 6 Uhr schon geöffnet. Für die ganzen Kinder, die schon sehr früh abgeliefert wurden. Und Kita hat bei uns bis 18 Uhr geöffnet gehabt. Das heißt, wir hatten halt unterschiedliche Schichten. Ich habe am liebsten die morgendliche 6 Uhr Schicht genommen, weil ich dann um 4, 5, 6, 7, 8, 14.30 Uhr Feierabend hatte. Wenn du halt erst um 10 Uhr anfängst oder um 9 Uhr, wenn du 9.30 Uhr anfängst, hast du 18 Uhr Feierabend. Oh, also wenn ich jetzt wieder an meine Zeit damals denke, ich bin wirklich so dankbar, dass ich das machen darf hier, was ich hier mache. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Es ist echt heavy. So langsam machen wir Schluss. Ja, die letzten Kinder werden jetzt gerade abgeholt, ne? Genau, die letzten Kinder sind jetzt so langsam, machen sich jetzt gerade fertig. Auch für dich ist jetzt Schluss. Ja, was würdest du sagen, wie ich mich geschlagen habe? Ja, du hast dich sehr gut geschlagen. Du bist auch aus dir rausgekommen, hast im Kreis mitgetanzt. Und ich habe auch gesehen, dass du da in vielen Bereichen auch einfach Einblicke erhalten konntest. Natürlich ist ein Tag relativ wenig, aber für den ersten Eindruck hast du uns gefallen und wenn du gerne wiederkommen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Alles klar. Das war mein Tag als Erzieher. Ich muss sagen, dass ich den Job so ein bisschen unterschätzt habe. Es ist wirklich nicht so, dass man einfach nur mit den Kindern spielt oder hier Zeit verbringt, sondern jedes Spiel hat auch irgendeinen Sinn und hilft dabei, die Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln. Und klar ist das ein Job, der anstrengend und auch laut ist, aber ich glaube, das gibt einem auch echt viel zurück. Also ich habe heute schon gemerkt, wie herzlich mich die Kinder aufgenommen haben. Wenn ihr Erzieherin oder Erzieher seid, oder jetzt Lust habt, in dem Bereich zu arbeiten, dann schaut doch mal auf kita-läuft-bei-uns.de vorbei. Wie ihr ja eben gehört habt, gibt es in der Stadt Mönchengladbach einige Jobs in dem Bereich zu vergeben und auf der Webseite findet ihr auch Praktikumsplätze, weil vor einer Ausbildung in dem Bereich muss man ja erstmal ein Pflichtpraktikum in einer Kita absolvieren. Und außerdem findet ihr da noch hilfreiche Links zu verschiedenen Fördermöglichkeiten, weil wenn ihr euch für eine PIA-Ausbildung im Rahmen einer Umschulungsmaßnahme entscheidet, dann könnt ihr dafür eine Förderung bekommen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier geht's zu meinem letzten einen Tag lang Video. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ein sehr gutes Video. Eine Erzieherin erzählt den Kindern, dass ihr Auto kaputt ist. Kind, wieso kaufst du dir kein neues? Erzieherin, weil ich mir ein neues Auto nicht leisten kann. Kind, vielleicht solltest du da mal was arbeiten gehen, statt den ganzen Tag nur mit uns zu spielen. Ja, es ist echt krass. Ich hatte auch schon echt die krassesten Konversationen mit Kindern gehabt oder wo es hieß, weil Miss Jenny, was machen Sie jetzt, wenn Sie jetzt von der Kita nach Hause gehen? Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Mutti. Die hat heute Geburtstag. Aber Miss Jenny, Sie sind doch schon groß. Ihre Mutter ist doch schon tot. Sie haben doch gar keine Eltern. So, hä?
Sie sind doch gar kein Kind mehr. Sie haben doch gar keine Mutter mehr. Okay, doch, hab ich. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Direction gefallen. Die originale Link-Video. Das Original-Video ist natürlich in der Description. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.